Neujahrsempfang der Gemeinde Barleben. In seiner mit Aufmerksamkeit verfolgten Ansprache kritisierte Bürgermeister Kaindorf das zukünftige Kinderbetreuungsgesetz, das den Gemeinden die Mitsprache bei der Kinderbetreuung stark einschränkt, und kündigte an, dass gegen dieses Gesetz die Gerichte angerufen werden. Schade, dass sich die Landtagsabgeordneten über die Meinung von uns Bürgermeistern, Landräten und Kommunalspitzenverbänden hinweggesetzt haben und dem SPD-Landtagsvorgesetzten gefolgt sind. Wirklich schade. Seit 22 Jahren sind die Gemeinden für die Kindertagesbetreuung vor Ort zuständig, für die Planung, die Organisation und den Betrieb, den Kontakt mit den Eltern. Und ich bin der festen Überzeugung, nur vor Ort kann der tatsächliche Bedarf geregelt und entschieden werden. Meine Damen und Herren, eine wesentliche Begründung der Gebietsreform letzten und alle anderen davor war doch gerade die Stärkung der gemeindlichen Selbstverwaltung. Orts- und bürgernah sollten solche Aufgaben erledigt werden. Und nun haben die Gemeinden keinen unmittelbaren Einfluss mehr auf die Entwicklung der Kinderbetreuung vor Ort. Schade. Ich bin ja gespannt, was die entsprechenden Gerichte dazu sagen werden. Denn die Klagen werden anlaufen, bin ich fest von überzeugt. Innenminister Stahlknecht überbrachte die Glückwünsche der Landesregierung. Landrat Hans Walker würdigte die vielfältigen Aktivitäten in Barleben, Ebendorf und Meizendorf. Und dann als Überraschung ein kurzer Auftritt von Barlebens bunter Bühne. Mensch, Karl, jetzt hetzt uns doch nicht so. Den Mägen kriegt ein Kind und Mick ist kalt. Du hast schon den ganzen Husten mitgenommen und trotz. Mensch, Karl, kannst du nicht ein Bettchen aufpassen? Was machen wir jetzt? Wollen wir hier rumstehen oder wollen wir mal weitergehen? Aber wir kennen doch hier keinen. Hermine, das hält dich doch sonst auch nicht davon ab, jenen, die ihm eine Lebensgeschichte zu erzählen. Am Ende stellt sich heraus, Karl und seine Familie haben den ersten Zug, der durch Barleben fuhr, um etwa 140 Jahre verpasst. Wie auch schon in den zurückliegenden Jahren zeichnete Bürgermeister Kaindorf gemeinsam mit den dörflichen Majestäten verdiente Barleber aus. So bekam die 17-jährige Eva Haberland eine silberne Ehrenmedaille. Sie hatte einen Aufsatzwettbewerb in chinesischer Sprache, ausgelobt durch das chinesische Konsulat, gewonnen. Für die beispielgebende Aktion Rasenstück für Kinderglück wurde Ingolf Nitschke, Präsident des FSV Barleben, ausgezeichnet. Für ihre Arbeit und Initiative zur Vorbereitung des 950-Jahr-Jubiläums von Barleben bekam Bärbel Dürrmann die silberne Ehrenmedaille. Sie hatte sich als Festoffizier des Barleber Schützenvereins aktiv eingesetzt. Und für sein wirtschaftliches Engagement und seine Treue zum Heimatort bekam auch Werner Bühring die Auszeichnung der Gemeinde.